Call of Duty hat das Season 4 Reloaded Update angekündigt. Das geht online am 27. kommenden Mittwoch um 18 Uhr. Da kann man auch das Update für Warzone runterladen, das Vanguard Update aber tatsächlich schon 24 Stunden früher. Welche Inhalte dann schon spielbar sind, bevor die Season dann wirklich losgeht innerhalb von Vanguard, wissen wir jetzt noch nicht. Aber manchmal kann man dann schon ein bisschen was spielen, bevor die Season offiziell startet. Eine Kleinigkeit ist aber tatsächlich jetzt schon online gegangen, und zwar Fortune's Keep auf der neuen Karte. Da gibt es jetzt spezielle neue Kisten. Ihr seht da ein Bild im Hintergrund, so sehen die Kisten aus, und wie man schon sehen kann, da spawnen Zombies. Man kann dann die ganzen Zombies töten, die lassen dann Wisps fallen, und wenn man davon genug eingesammelt hat, dann bekommt man gute Belohnungen, Killstreaks, Geld, Perks und so weiter. Also das ist so eine kleine Mini-Zombie-Challenge innerhalb von einer normalen Runde. Hört sich ganz lustig an. Raven Software hat es dann außerdem geschafft, endlich die Zombies-Tarnungen aus Vanguard rüberzubringen zu Warzone. Falls ihr euch da den Stress gemacht habt am Anfang, jetzt könnt ihr die Tarnungen endlich ausrüsten. Die rote Tarnung ist ja auch wirklich schick. Also alle, die haben, haben jetzt eine schöne Tarnung, die sie ausrüsten können und spielen können innerhalb von Warzone. Kommt aber natürlich schon ein kleines bisschen spät. Ich meine, wir haben jetzt Season 4. Mit dem Season 4 Reloaded Update erwartet uns dann noch ein neues Crossover. Ein Crossover, das bestimmt viele freuen dürfte: Terminator. Aber bevor wir da reinspringen, ganz, ganz kurz, kommen wir zu meinem Sponsor NordVPN. Jetzt, wo die Urlaubszeit anbricht, wollt ihr bestimmt auch eure Serien und Filme im Urlaub schauen. Und das geht nicht immer. Manche Filme und Serien sind nur in bestimmten Ländern verfügbar, und wenn man Pech hat, sind sie im Ausland einfach nicht verfügbar und man ist noch mitten in der Staffel. Und die Lösung ist NordVPN. NordVPN ist ein Service, der einen verschlüsselten Tunnel ins Internet bietet. Die haben 5400 Server in 60 verschiedenen Ländern, und dadurch kann man im Ausland so tun, als wäre man in Deutschland und Filme und Serien weiterschauen, die da vielleicht nicht verfügbar sind. Und umgekehrt funktioniert das natürlich auch. Man kann von Deutschland aus Filme und Serien gucken, die auf dem eigenen Streaming-Anbieter vielleicht nur im Ausland verfügbar sind und nicht in Deutschland. Ist natürlich ganz praktisch. Außerdem sind alle Daten, die man durch diesen Tunnel schickt, verschlüsselt. Das heißt, man kann öffentliche Netzwerke am Flughafen oder am Bahnhof benutzen, ohne dass man sich da irgendwelche Sorgen machen muss. Und zusätzlich gibt es auch noch einen Bedrohungsschutz. Den kann man einfach in der NordVPN-App aktivieren, und dann wird man geschützt vor gefährlichen Webseiten, falls man irgendwie einen Link klickt, der nicht ganz sauber ist, und vor gefährlichen Dateien. Über den Link nordvpn.com/fantu und mit dem Code FANTU gibt es ein Angebot auf das 2-Jahres-Paket plus einen Monat gratis obendrauf. Schaut euch die ganze Sache gerne mal an. Das Terminator Crossover sieht ziemlich gut aus. Ihr seht die Bilder gerade im Hintergrund. Was wir bekommen, sind zwei Bundles. Einmal mit T-800 und einmal mit T-1000. Und in dem Bundle sind dann natürlich noch spezielle Waffen und so weiter. Da gibt es jetzt leider noch keine Übersicht. Aber auf den Bildern sieht das richtig cool aus. Und das sind auch wirklich Skins mit den Charakteren. Und jetzt nicht nur irgendwie die Outfits für andere Personen, für andere Operator, die es gerade schon gibt. Was auf jeden Fall ziemlich cool ist. Es sieht jetzt aber hier an der Stelle nicht danach aus, als würden wir irgendwelche Map-Veränderungen bekommen. Also da gibt es anscheinend nichts. Aber es gibt einen Modus, der so ein bisschen an Terminator angelehnt ist. Und zwar erwartet uns Titanium Trials. Und das ist natürlich eine Weiterentwicklung von Iron Trials, aber eben so ein bisschen angepasst, dass es zu Terminator passt. Man hat 300 Leben, das Leben regeneriert sich ein bisschen langsamer. Ich glaube, auch so sind es allgemein die Regeln von Iron Trials. Aber es wird zum Beispiel so sein, dass auf dem Boden ganz viel gehärtet rumliegt. Also das Extra, was dafür sorgt, dass man nur noch 2 statt 3 Platten braucht für volles Leben. Was den Modus auf jeden Fall nochmal ein bisschen spannender macht und der ganzen Sache nochmal so einen kleinen Twist gibt. Ein weiterer neuer Modus kommt dann tatsächlich nur für Rebirth Island. Und zwar kommen Zombies wieder zurück. Was ich sehr geil finde, die Zombie-Modi, die wir bis jetzt hatten, haben auf jeden Fall immer Spaß gemacht. Und auch hier wird es wieder so sein, dass man zu einem Zombie wird, wenn man stirbt. Und auch hier wird es so sein, dass man was finden muss, und zwar so Antiviren. Und wenn man 4 Stück davon findet, dann spawnt man wieder als normaler Mensch. Und diese Antiviren, die gibt es in normalen Kisten. Und es gibt aber auch welche, wenn man Gegner killt. Und das ist der Spielmodus, und ich glaube, der wird auf jeden Fall Spaß machen. Neue Items bekommen wir auch. Einmal einen gepanzerten SUV, ein gepanzertes Fahrzeug. Da ist eine Minigun drauf, was ich jetzt nicht so wirklich gut finde. Aber da ist auch eine Plattform hinten drauf zum Stehen. Das heißt, man kann bei diesem Auto hinten mitfahren und runterschießen, was ich ziemlich cool finde. Und es wird so sein, dass man einfach einen Nitro-Boost aktivieren kann und für eine kurze Zeit schneller fahren kann, als man normalerweise fahren kann. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Fahrzeug, das Auto, aber ein bisschen langsamer als das normale Auto, einfach weil es halt verstärkt ist und eine Minigun drauf ist und so weiter. Deswegen ist die Geschwindigkeit so ein bisschen runtergeregelt. Aber das kann man eben mit dem Nitro Boost ausgleichen für eine kurze Zeit. Und dann bekommen wir noch ein Item, auf das ich gehofft habe, seitdem die Redeploy-Ballons angekündigt worden sind:
portable Redeploy-Ballons. Die kommen als Feldausrüstung, die kann man einfach finden, die kann man looten. Ich weiß nicht, ob sie jetzt im Shop mit dabei sind zum Kaufen, vielleicht irgendwann in der Zukunft, aber man kann die Dinge auf jeden Fall finden. Die haben allerdings nur das halbe Leben von den anderen Redeploy-Ballons, also die kann man schneller runterschießen und man fliegt weniger hoch. Also das Seil ist halt nicht so hoch wie bei denen, die einfach die ganze Zeit feststehen. Und außerdem ist es so, dass die nur 30 Sekunden aktiv sind. Das kann natürlich in manchen Momenten nervig sein, wenn man sich irgendwie nicht richtig abspricht mit seinem Squad und einer zurückbleibt. Auf der anderen Seite kann man das aber vielleicht auch nutzen, um vor Gegnern zu fliehen. Also der Letzte aus seinem Team geht vielleicht im letzten Moment noch drauf und fliegt weg und hält die Gegner so ein bisschen ab, die dann nicht hinterherkommen, weil der eben dann schon kaputt ist. Sowas kann ich mir vielleicht vorstellen als so kleine Taktiken. Eine Sache, die ich da nach wie vor nicht so ganz nachvollziehen kann, ist die neue Waffe, die wir bekommen, die Vago S. Also die S-Version der Vago, die jetzt gerade schon im Spiel ist. Ich finde, da hätte man sich so ein bisschen absprechen können. Sledgehammer Games hätte bei Treyarch mal fragen können, was die so vorhaben an DLC-Waffen. Weil natürlich, das ist eine andere Waffe, die wird sich auch anders spielen. Aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen komisch. Keine Ahnung, ist irgendwie ein komisches Gefühl, dass wir dann zwei Vagos im Spiel haben, innerhalb von einem Lifecycle. Dass das passiert mit verschiedenen Spielen, ist ja natürlich klar. Die Vago S wird man dann freispielen können mit irgendwelchen Challenges. Die sind jetzt aktuell noch nicht bekannt, aber man wird irgendwas machen müssen, was wahrscheinlich wieder leichter gemacht ist im Multiplayer. Oder man kauft sich ein Bundle, das heißt ein Bundle mit der Waffe wird natürlich auch wieder rauskommen. Und die Waffe hat anscheinend eine hohe Feuerrate, mittleren Rückstoß und kann schnell nachladen. Hat aber dafür anscheinend jetzt nicht die höchste Feuerkraft. Also das ist wahrscheinlich eher was für so Midrange-Kämpfe oder Nahkämpfe, vielleicht eine Waffe als Sniper-Support. Das kann ich mir vorstellen. Dann bekommen wir natürlich auch was für Vanguard. Die Waffe, die wird natürlich auch in Vanguard verfügbar sein. Das ist ja eine Vanguard-Waffe. Und dann gibt es außerdem noch eine neue Map, die Map Desolation. Die leider nur zweite Map jetzt innerhalb von Season 4. Dass da jetzt nicht mehr irgendwie kommt, finde ich ein bisschen schade. Vor allem ist ja eine Map einfach eine Remake-Map. Also da hätte schon ein bisschen mehr kommen können für den Multiplayer. Die Map an sich sieht aber auf jeden Fall gut aus und ich glaube, für eine kurze Zeit wird man da auf jeden Fall Spaß haben. Was dann noch gemacht wird mit dem Update an Gameplay-Änderungen und so weiter, ist nicht bekannt. Allerdings haben einige YouTuber mit Raven Software gesprochen, bevor Season 4 released wurde. Und die haben über so ein paar Sachen gesprochen, die sie sich auf jeden Fall vielleicht mal anschauen wollen. Und da könnte vielleicht was online gehen mit diesem Update. Zum einen ist es so, dass einer der Raven Software-Entwickler gemeint hat, dass sie gerade an der größten Gasmaskenänderung bisher arbeiten und die könnte mit Season 4 Reloaded online gehen. Und tatsächlich hat der Leaker Reality irgendwelche Informationen im Spiel gefunden, die darauf hindeuten, dass eine Funktion kommt, mit der man seine Gasmaske manuell abziehen kann und aufsetzen kann. Also Gasplays wären damit dann auf jeden Fall einfacher möglich. Bin ich gespannt, ob das umgesetzt wird. Ich bin mir auch unsicher, was ich davon halten soll. Weil dieses Gasplayen und im Gas sein und so weiter ist natürlich eine Sache, die durchaus gut sein kann. Und wenn man dann nicht eine Bestrafung mit dabei hat in Form dieser Gasmaskenanimation, könnte das vielleicht nervig sein? Schauen wir mal. Ich bin mir unsicher. Anscheinend ist es dann auch so, dass sich die Entwickler die ganzen Zipline-Animationen anschauen wollen. Und die gucken sich an, ob man da vielleicht eine kürzere Endanimation mit reinbringt. Also, dass man nach dem Ziplinen schneller bereit ist, schneller schießen kann. Was natürlich eine coole Sache wäre, um Camper zu überraschen. Wenn man sich aber anschaut, dass die Audios manchmal nicht so wirklich funktionieren aktuell und man Ziplines manchmal wirklich überhaupt nicht hört, könnte das natürlich auch ein bisschen nerven, wenn plötzlich einer aus dem Nichts kommt, obwohl man vielleicht nur ganz kurz irgendwo oben rumsteht. Bin ich gespannt, was da gemacht wird und ob da was gemacht wird. So oder so hoffe ich, dass die ganzen Audioprobleme behoben werden, die wir aktuell auf jeden Fall haben. Also die haben ja gemeint, dass die Schritte jetzt besser zu hören sind. Ich finde aber, nach dem Update sind die Schritte teilweise gar nicht mehr zu hören. Und da muss auf jeden Fall noch was gemacht werden. Ich hoffe, da kommt auch ein Update mit dem Season 4 Reloaded Update. Und eine neue Meta wäre vielleicht auch mal ganz cool. Also die NZ, glaube ich, haben jetzt alle so ein bisschen durchgespielt. Leute, schreibt mir in die Kommentare, was ihr zum Season 4 Reloaded Update sagt. Auf was freut ihr euch davon am meisten? Lasst uns in den Kommentaren diskutieren. An der Stelle war es das von mir. Lasst ein Abo da, lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.